Ja, jetzt sind wir in der dunklen und kalten Jahreszeit. Aber wir können es uns ja hier ein bisschen gemütlich machen. Die Weihnachtsbeleuchtung. Das ist aber auch so ein Stromverbraucher. Und in diesem Winter? In diesem Winter, das könnte ja ein Härtefall werden. Man hört ja von allen Seiten, dass es möglicherweise zum Blackout kommt. Und was machen wir dann? Naja, wir hätten so ein paar Ersatzlampen hier. Das könnte man machen. Aber damit kann man sich helfen. Aber was machen wir insgesamt? Die Schlagzeilen über die Blackouts, die klingen ja dramatisch. Ich meine, allein solche Schlagzeilen wie die hier. Massive Engpässe im Winter, Experte warnt vor regionalen Blackouts in Deutschland. Blackout wegen Heizlüftern. Warnung vor flächendeckenden Stromausfällen. Das brauchen Sie, falls der Blackout kommt. Kerzen, Kleidung, Campingkocher, die drei großen K, das Bundesamt erklärt. Sorge um Blackout in Deutschland, Katastrophenschutz rechnet mit Stromausfall im Winter, Notfallpläne für Blackouts. So will Deutschland den Zugang zu Bargeld sichern. Das macht einen doch unruhig. Und dann gibt es ja noch den Stresstest. Ein Stresstest, den die Bundesregierung durchgeführt hat oder hat durchführen lassen, um unser Stromnetz zu untersuchen, mit teilweise beunruhigenden Ergebnissen. Allein der Begriff Blackout, der triggert ja ziemlich bedrohliche Bilder in unserem Kopf. Das hat auch was mit dem sehr erfolgreichen Roman von Marc Elsberg zu tun, mit dem gleichnamigen Namen. Da ging es um einen flächendeckenden, europaweiten Blackout, ausgelöst von praktisch einem IT-Hack. Und sogar dem Versuch, den Aufbau dieses Stromnetzes wieder zu verhindern durch die gleichen IT-Hacker. Das soll gar nicht unser Thema heute sein. In diesem Winter haben wir ja ein ganz anderes Problem als dieses Worst-Case-Szenario von Elsberg. Wir haben nämlich ein Problem, das durch den Stresstest der Bundesregierung noch mal ganz deutlich geworden ist. Die wesentlichen Ergebnisse von diesem Stresstest lauten, in allen drei betrachteten Szenarien zeigt sich die Versorgungssituation im kommenden Winterhalbjahr äußerst angespannt. In Europa kann im Strommarkt die Last nicht vollständig gedeckt werden. Also mit anderen Worten, die Nachfrage ist größer als das Angebot. In den beiden kritischeren Szenarien treten in einigen Stunden Lastunterdeckungen auch in Deutschland auf. Also auch in Deutschland wäre dann das Angebot an elektrischer Energie nicht mehr ausreichend, um die Nachfrage zu befriedigen. Und was die Netzsicherheit betrifft, schreiben die Gutachterinnen und Gutachter hier, zum Management von Netzengpässen reichen die inländischen Redispatch-Potenziale in keinem der drei Szenarien aus. Es wird mindestens 5,8 Gigawatt gesichertes Potenzial im Ausland benötigt. Also man muss von außen Energie zuführen und zwar auf eine ganz sichere, wir müssen ganz sicher sein, dass wir diese 5,8 Gigawatt tatsächlich auch kriegen, ansonsten würden wir Probleme. Dabei ist die tatsächliche Verfügbarkeit dieser Mengen aufgrund der in ganz Europa angespannten Versorgungslage unsicher. Die Ergebnisse von dem Stresstest sind in Teilen beunruhigend. Und ihr habt uns auch eine Menge Fragen geschickt, die wir jetzt mit diesem Video dann mal beantworten wollen. Zum Beispiel, was hat denn dieser Stresstest jetzt wirklich zu bedeuten? Kann der Winter wirklich so gefährlich für unsere Stromversorgung werden? Wie ist es mit den Heizlüftern? Wie ist es mit der Weihnachtsbeleuchtung? Ne? Wie lässt sich das alles vermeiden? Haben wir eine Möglichkeit, dieses Risiko wenigstens zu verringern? Natürlich gibt es weitere Risiken für die Stabilität eines Stromnetzes. Krieg. Cyberangriffe, Terrorangriffe, Naturkatastrophen bis hin zum Sonnensturm. Das machen wir ein andermal in einem anderen Video, wenn wir diese besonderen Risiken für unser Stromnetz nochmal darstellen. Jetzt bleiben wir mal dabei, was droht uns eigentlich in diesem Winter?
Warum ist dieser Winter ein Härtefall? Natürlich an erster Stelle der Ukraine-Krieg. Dadurch haben wir einen Gasmangel. An zweiter Stelle, die Franzosen haben die Hälfte ihrer Kernkraftwerke abgeschaltet. Warum? Naja, einerseits haben sie jede Menge Haarrisse in den Reaktoren entdeckt und zum anderen haben sie nicht genügend Wasser, um die Kernkraftwerke zu kühlen. Was übrigens interessant sein wird, wenn also die Klimaszenarien in der Zukunft ohnehin immer weniger Wasser in Europa vorsehen, wieso dann Kernenergie noch eine solche Zukunftstechnologie sein kann. Aber lassen wir das. Eine eingeschränkte Steinkohleversorgung, auch wiederum. Warum? Weil es so warm war. Das heißt, die Flüsse hatten so wenig Wasser, also Niedrigwasserzustand vom Rhein zum Beispiel, war so katastrophal, dass man ja teilweise die Steinkohle in LKWs zu den Kraftwerken gebracht hat. Und dann natürlich insgesamt die angespannte Lage auf dem Energiemarkt. Das sind alles solche Parameter, wo man sagen muss, hier braut sich was zusammen, da träut was und das könnte möglicherweise dann schon in irgendeiner Problematik enden, die für uns bedeutet, dass bei uns das Licht ausgeht. Also wer kümmert sich denn darum, dass bei uns 24 Stunden rund um die Uhr, 7 Tage die Woche eben das Licht nicht ausgeht? Also es gibt die Erzeuger, die betreiben Kraftwerke, Solaranlagen, Windparks und so weiter. Dann gibt es aber, und das ist mindestens genauso wichtig, den europäischen Strommarkt. Das heißt also, diejenigen, die Energie liefern, liefern diese Energie an einen Markt und auf diesem Markt wird verhandelt, welche Preise die Kilowattstunde oder der Kubikmeter Gas, die Kilowattstunde Strom und so weiter eigentlich hat. Das heißt, auf dem Strommarkt haben wir Händler, wir haben Lieferanten und Versorger. Dann haben wir die Bundesnetzagentur, die dafür sorgt, dass eben die Dinge in unserem Stromnetz auch stabil verteilt werden. Das ist ja ganz wichtig, dass jemand da ist, der das Ganze organisiert. Eine großartige Einrichtung übrigens. Und es gibt die Netzbetreiber. Es gibt 4 große Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland. Und die sorgen dafür, dass die elektrische Energie über die Hochspannungsleitung durchs Netz fließen kann. Aber was machen diese Übertragungsnetzbetreiber eigentlich? Was treiben die eigentlich? Die sind dafür zuständig, dass das Stromnetz im dynamischen Fließgleichgewicht bleibt. Man kann hier nämlich nichts einfach so speichern und dann es abfließen lassen, sondern unser Netz ist darauf ausgelegt, dass praktisch immer alles zur Verfügung steht. Und dazu muss es fließen können. Und der Übertragungsnetzbetreiber, der sorgt dafür, dass die Dinge fließen. Dass also genau immer so viel Energie da ist, wie gerade gebraucht wird. Das heißt, er hält das Stromnetz in der Balance, in der dynamischen Balance. Also Angebot und Nachfrage müssen in diesem System, in diesem Stromnetz immer genau zueinander passen. Also das, was nachgefragt wird, muss auch exakt angeboten werden und umgekehrt. Also im Regelfall haben wir ja sehr viel erneuerbare Einspeisung im Norden, im Nordosten Deutschlands, wohingegen wir sehr viel Last eher im Südwesten haben. Das heißt, wir müssen große Mengen an Strom transportieren durch Deutschland und wir haben an einigen Stellen das Netz noch nicht weit genug ausgebaut. In diesen Situationen greifen wir als Netzbetreiber in das Netz ein und fahren Erzeugungsleistungen dann in diesen Gebieten, wo wir sehr viel Erzeugung haben, zum Beispiel sehr viel Windenergie, fahren wir Erzeugung runter und müssen zeitgleich dann im Süden, wo wir viel Last haben, andere Kraftwerke hochfahren. Unsere Stromversorgung ist sehr dynamisch, gibt da dauernd Prognosen und Anpassungen, damit das Netz eben stabil bleiben kann, also in der Balance bleiben kann. Und das ist in diesem Winter offenbar eine ganz große Herausforderung. Und warum, das klären wir gleich. Zunächst einmal, was ist denn die aktuelle Lage? Drohen uns tatsächlich Stromausfälle? Der 2. Stresstest wurde vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz im Sommer angeordnet und im September veröffentlicht, und zwar mit klaren Handlungsempfehlungen. Was ist denn seit September passiert? Also wir sind auf jeden Fall besser vorbereitet. Ich muss wirklich sagen, nicht nur die Bundesregierung, sondern auch die Netzbetreiber haben ganz sicher ihre Hausaufgaben gemacht. Es ging eben darum, dass man Kraftwerke wieder in den Markt zurückgebracht hat, die ja eigentlich schon abgeschaltet werden sein sollten. Das sind nicht nur die 3 verbliebenen Kernkraftwerke, das sind auch Kohleblöcke, die aus der Notreserve wieder zurückgeholt worden sind in den normalen Regelbetrieb. Kohlekraftwerke, die wir eigentlich abschalten wollten, kommen also zurück, um unseren Strombedarf zu decken. Die Kernkraftwerke werden in einen Streckbetrieb gestellt, um uns ebenfalls über den Winter zu helfen. Aber was, wenn das alles nicht reicht? Naja, wir alle wissen ja, dass wir in diesem Winter Gas sparen müssen. Und jetzt kann man sich natürlich angucken, im Laufe der letzten Jahre, wie viel Energie haben wir denn so verbraucht? Wir haben ja unsere, immerhin, vollen Speicher, unsere vollen Gasspeicher.
Und es wird klar, wenn wir durch den Winter kommen wollen, dann müssen wir tatsächlich 20% Energie sparen. Und in der Tat, das kann man hier an dem Diagramm sehen, das haben wir bis jetzt geschafft. Das ist unglaublich. Was Sie hier sehen, ist der Gasverbrauch in Deutschland 2022 in Gigawattstunden pro Tag. Der monatliche Mittelwert. Und da gibt es die graue Linie, das ist diejenige, die also in den letzten, der durchschnittliche Gesamtverbrauch der Jahre 2018 bis 2021. Und Sie sehen, dass wir spätestens ab Mai diesen Jahres deutlich unter dem durchschnittlichen Gesamtverbrauch liegen. In den letzten Monaten sogar wirklich überdeutlich 20-30% weniger Gas verbraucht haben. Und jetzt ist die Frage, was passiert denn jetzt? Jetzt wird es ja kalt im Winter. Das heißt, wir werden wieder mehr Gas verbrauchen. Was wäre denn jetzt, wenn das Gas knapp wird, wenn einfach nicht genügend Strom erzeugt werden kann? Die Mangellage alleine macht noch keinen Blackout. Also, in der Berichterstattung der letzten Monate wurden ja oft Blackouts und Stromausfälle praktisch gleich behandelt. Das ist aber nicht so. Also, was ist ein Blackout? Ich zitiere, ein großflächiger, ungeplanter Stromausfall kann mehrere Tage dauern. Das ganze Netz ist dann lahmgelegt. Es gibt schwerwiegende Folgen für die gesamte Infrastruktur. Aber mir geht es natürlich daheim vor allen Dingen darum, ob ich nun bei mir zu Hause Strom habe an der Steckdose oder nicht. Und da kommt jetzt der sogenannte, Achtung, Brownout ins Spiel. Da kann der Strom auch großflächiger ausfallen. Also nicht nur mal irgendwie ein einzelner Straßenzug, weil gerade eine Leitung repariert wird oder sowas. So ein Brownout, den haben wir eben, wenn zu wenig Strom produziert wird. Ein Brownout. Wir also nicht genügend für alle haben. Also Achtung, Brownouts sind geplante, kontrollierte Stromausfälle. Also für den sehr unwahrscheinlichen Fall, dass wir tatsächlich sogenannte Brownouts, also rollierende Abschaltungen, benötigen würden, dann hängt es sehr stark davon ab, wo ist der Engpass genau. Das heißt, das wird regional entschieden und wir gucken uns dann eine Region an, wo eben das Problem besteht und welche Maßnahmen sind geeignet, um das zu heilen. Wir arbeiten dann sehr eng zusammen mit den Verteilnetzbetreibern, denn die meisten der Kunden sind ja gar nicht an unserem Netz angeschlossen, sondern auf den unterlagerten Netzebenen. Und wir geben letztendlich nur die Erfordernis eines bestimmten Betrages an unsere Partner weiter, die dann in ihrem Netz die entsprechenden Schaltungen machen. Und da geht es immer darum, wie habe ich den größten Effekt, das Problem zu heilen. Alle kritischen Verbraucher, die wirklich darauf angewiesen sind, die sind ohnehin über zum Beispiel Notstromaggregate nochmal abgesichert, damit sie keine Beeinträchtigungen durch solch eine Abschaltung haben. Blackout ist völlig ungeplant, unkontrollierter Totalausfall mit weitreichenden Folgen. Ein Brownout ist ein geplanter, kontrollierter Ausfall von Teilen des Stromnetzes für wenige Stunden. Wie auch immer, ob nun Blackout oder Brownout, auf jeden Fall ist der Strom nicht da. Und ohne Strom stehen wir ganz schön doof da. Stellt euch mal vor, es gäbe keinen elektrischen Strom für Stunden. Internet? Kaputto. Keine Chance. Alle möglichen Geräte, die wir im Haushalt benutzen, können nicht benutzt werden, weil uns die Energiequelle fehlt. Alles Mögliche. Waschmaschinen, Spülmaschinen, alles Mögliche. Also wir werden ganz schön doof dastehen. Aber es gibt natürlich wichtige Einrichtungen, die abgesichert werden. Also Krankenhäuser natürlich, die dürfen ja nicht abgeschaltet werden. Das heißt, die werden durch Notstromaggregate abgesichert. Und vieles mehr, was zur sogenannten kritischen Infrastruktur gehört. Aber wie wahrscheinlich ist es denn jetzt, dass es mal zu so einem Brownout kommen kann? Wie stabil ist unser Stromnetz wirklich? Machen wir mal eine Beispielrechnung. Kann unser Stromnetz ausfallen, wenn alle ihren elektrischen Heizlüfter anschalten? Also jeder zweite Haushalt in Deutschland heizt mit Gas. Wenn jetzt kein Gas da wäre, hätte man vielleicht immer noch Strom. Und dann könnte man natürlich überlegen, wir heizen unsere Häuser, unsere Wohnungen mit Strom, mit elektrischen Heizlüftern. Ja, dieses Jahr gab es ja einen richtigen Run auf die Heizlüfter. Und so ein Heizlüfter hat immerhin eine Leistung von 1-2 Kilowatt. Das ist richtig viel. Ja, für 1 Kilowatt brauche ich 10 Menschen, die pausenlos auf einem Fahrradergometer treten. Die ganze Zeit. Wenn es kalt wird und viele Heizlüfter gleichzeitig angeschaltet werden, dann wird natürlich eine unglaubliche elektrische Leistung aus dem Stromnetz angefordert. Das heißt, es wird eine große Last erzeugt. Und was passiert jetzt, wenn alle gleichzeitig die Heizlüfter anschalten? Dann kommt es zum Stromausfall. Ja, tatsächlich.
Aber vor allen Dingen fliegt erstmal eine Sicherung raus. Jetzt nicht bei uns zu Hause, sondern irgendwo am Verteilerkasten in der Straße. Das heißt, man hat einen lokalen Stromausfall, einen ortsgebundenen Stromausfall. Und dann kommen normalerweise Leute, die das reparieren. Also die Verteiler, die Verteilnetzbetreiber können so eine Störung normalerweise innerhalb von wenigen Stunden beheben. Übrigens, trotz der hohen Gaspreise ist das Heizen mit Strom immer noch viel, viel teurer. Es sei denn, man hat eine Wärmepumpe. Aber mit Heizlüftern das Haus zu heizen, ist wirklich ökonomischer und ökologischer Blödsinn. So einen richtigen Blackout verursachen wir also nicht mit den Heizlüftern. Obwohl es wirklich überhaupt keinen Sinn macht, sich so ein Ding anzuschaffen. Aber was passiert denn jetzt, wenn zum Beispiel bei den Netzbetreibern ein Fehler gemacht wird? Beim Betreiben des Stromnetzes. Wenn wir also gar nicht selbst schuld sind mit unserem Verbrauch. Also die allermeisten Fehler, die wir heute im Netz sehen, die nimmt der Kunde nicht mal wahr. Sondern wir betreiben ja ein sogenanntes N-1 sicheres Netz. Das heißt, der Ausfall eines Betriebsmittels führt nicht zu einem Stromausfall. Wenn wir dann tatsächlich mal Stromausfälle haben, weil eine Leitung beschädigt worden ist, dann werden in aller Regel diese Ausfälle innerhalb von Stunden behoben. Wenn wir natürlich ein Großwetterereignis haben, wie so ein Wintereinbruch, dann kann es auch mal dazu kommen, dass es über viele Stunden oder sogar Tage gehen kann, aber regional sehr beschränkt. Was heißt das also konkret? Das Zauberwort ist Redundanz. Also die wichtigsten Teile des Stromnetzes sind doppelt abgesichert und das soll verhindern, dass das Netz wirklich zusammenbricht. Aber ein perfektes System zu 100% absichern, das gibt es natürlich nicht. Also da kann man ja mal nachgucken in der Vergangenheit, wie oft ist denn tatsächlich in Deutschland das Netz zusammengebrochen. Welche Blackouts gab es denn bei uns in Deutschland? Ich gucke mal nach. Tja, da muss ich euch enttäuschen. Die Antwort ist, gar keine. Es gab auch keine Katastrophenmeldungen zu Blackouts. Es gab keine Blackouts im deutschen Stromnetz. Und sonst so? Ich meine, in Europa? Blackouts sind extrem seltene Ereignisse. Und man muss auch dazu sagen, im europäischen Verbundsystem, was ja ganz Kontinentaleuropa, einschließlich Türkei und einschließlich seit neuestem Ukraine beinhaltet, gab es noch nie einen Komplett-Blackout, solange dieses System existiert. Es gab sehr wohl Teil-Blackouts. Besonders großer, eigentlich der einzige wirklich große, war 2006. Da waren 15 Millionen Menschen von betroffen. In Frankreich, in Belgien, in Deutschland, in Spanien. Aber nur für maximal 2 Stunden. Und der Auslöser für diesen Teil-Blackout war einfach nur schlechte Planung. Ja, genau. Hier eine Hochspannungsleitung im Emsland wurde abgeschaltet, um dort ein Kreuzfahrtschiff durchzutransportieren. Heute hat man das längst erledigt. Die Masten haben Aufsätze, damit man so ein Kreuzfahrtschiff auch unter den Leitungen durchfahren kann, ohne abzuschalten. Aber daraufhin kam es eben an den anderen Leitungen zu einer Überlastung. Und nach wenigen Stunden war diese Lawine, die sich dann praktisch im Stromnetz ausgebreitet hat, nämlich diese Überlastungslawine, war sie wieder behoben. Nach 2 Stunden war alles erledigt. Also von Blackout, von einem richtigen unkontrollierten Blackout konnte hier gar nicht die Rede sein. Ist nur ein Teil-Blackout gewesen. Aber hat klar gemacht, dass man aufpassen muss. Dass es eben Risiken gibt, kleine Risiken, woran man nicht immer denkt. Und das kann durchaus dazu führen, dass dann schon mal ein System, auch wenn es redundant aufgebaut ist, eine Krise durchlebt. Aber eben nur eine Krise, keine Katastrophe à la Blackout. Und erinnert ihr euch noch an die Katastrophenschlagzeilen vom Anfang? Was wurde da nicht alles an die Wand gemalt? Menetekel an die Wand gemalt. Sorge um Blackout in Deutschland. Das brauchen Sie, falls der Blackout kommt. Kerzen, Kleidung, Campingkocher. Es ist eigentlich alles Blödsinn. Das ist echt Angstmacherei. Wenn man mit den Leuten spricht, die sich mit dem Netz auskennen, die sagen, es läuft alles gut. Natürlich ist es angespannt. Das heißt, das System wird immer mehr und mehr auf Kante genäht. Unter anderem übrigens auch deshalb, weil andere Länder in Europa sich eben nicht daran gemacht haben, erneuerbare Energien auszubauen. Wir haben es ja auch noch nicht so richtig gemacht, aber immerhin, wir sind auf einem guten Weg. Man kann sich natürlich fragen, was machen wir jetzt? Was können wir alle selbst tun? Und das ist natürlich eine der wichtigsten Energiequellen, die insgesamt mit der Energiewende zusammenhängt und gerade auch bei der Frage des Blackouts wichtig wird, ist Energie sparen. Wir müssen diese 20% halten. Wir müssen mit diesen 20% immer unter dem Gasverbrauch bleiben, den wir
die normalerweise gehabt haben. Das heißt, wir müssen originelle Ideen, wir müssen Fantasie beweisen. Wie kommen wir durch den Winter? Können vielleicht noch ein bisschen hoffen, dass uns der Klimawandel beim Winter noch ein bisschen entgegenkommt, dass der Winter nicht so ganz dramatisch kalt wird. Und ansonsten sollten wir erneuerbare Energien ausbauen. Und wenn wir mit der richtigen Speichertechnologie drangehen, dann werden diese unglaublichen Energiemengen, mit denen uns das Universum versorgt, für uns auch handelbar. Und so wie es Netzbetreiber gibt, so wird es wahrscheinlich in Zukunft auch Speicherbetreiber geben, wann wir nämlich unsere erneuerbaren Energiequellen ins Netz einspeisen. Und bis dahin heißt es vor allen Dingen Energie sparen, Ball flach halten, keine Heizlüfter kaufen und wenn es ganz schlimm wird, einen warmen Pullover. Was können wir denn in diesem Winter tun? Naja, wir können uns auf Stromausfälle sinnvoll vorbereiten. Dafür gibt es Tipps vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Wir können Strom sparen. Na klar, Strom sparen, also die elektrischen Geräte dann benutzen, wenn wir sie normalerweise nicht benutzen, zum Beispiel bei Nacht zum Beispiel, Spülmaschinen benutzen, Waschmaschinen benutzen. Wir müssen Energie sparen, also nicht nur der Strom, sondern Energie insbesondere. Das heißt, unsere Wärmeversorgung zu verringern, indem wir eine etwas niedrigere Raumtemperatur haben. Und jede nicht verbrauchte Kilowattstunde ist eine gute Kilowattstunde. Ich habe es ja schon mal gesagt, wer nicht weiß, was eine Kilowattstunde ist, der möge sich in einem Fitnessstudio auf so ein Ergometer setzen und 10 Stunden lang 100 Watt treten. Genau, das ist eine Kilowattstunde. Das ist sozusagen ein Habeck. Also dafür kann man 3 Minuten warm duschen. Nur, dass man mal eine Ahnung hat, wie viel Energie wir so verbrauchen. Wir verbrauchen pro Kopf übrigens zwischen 85 und 120 Kilowattstunden pro Person und Tag. Also da gibt es noch viel Platz nach oben beim Energiesparen, beim Stromsparen. Und das bisschen Weihnachtsbeleuchtung hier ist also nicht unser Problem. Aber wenn ich nachher fertig bin, dann mache ich es trotzdem aus. Nicht, weil ich Angst habe vor einem Blackout, sondern weil ich Energie sparen will. Das ist nämlich immer richtig, nicht nur in diesem Winter. Das ZDF ist vorne mit dabei. Wir sparen hier schon Energie. Merkt jetzt, dass ich hier so sitze, ist keine Inszenierung, sondern ich friere wirklich.